Die DPR steht für Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, umgangssprachlich auch die Bilanzpolizei genannt. Unsere Aufgabe ist es, im Endeffekt börsennotierte Unternehmen zu überprüfen, ob ihre Finanzinformationen bezüglich ihrer Qualität richtig sind. Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung gibt es nun seit 10 Jahren. Was sind Ihre Erfahrungen? Ja, wenn ich jetzt zurückblicke, also wir haben angefangen eben, als wir eine sehr hohe Fehlerquote hatten. Das heißt, wir haben uns die Jahresabschlüsse, die Konzernabschlüsse der Unternehmen angesehen. Und es war so, jeder vierte Konzernabschluss hatte einen wesentlichen Fehler. Also eine Fehlerquote von 25%. Das ist über die Jahre eindeutig besser geworden. Wir sind ungefähr jetzt bei 12%. Das ist also eine Halbierung letztlich. Und ich glaube, das hat auch was mit Enforcement auf der einen Seite zu tun, auf der anderen Seite eben auch bei den Unternehmen. Man achtet stärker auf das Thema Enforcement, man bereitet sich viel professioneller vor. Die Wirtschaftsprüfer wissen auch sozusagen, wie wir handeln, wenn wir anklingeln. Eine interessante Geschichte, das heißt also letztlich auch die Qualität eben der Rechnungslegung ist dadurch besser geworden und auch der Aufsichtsrat kümmert sich stärker um solche Themen, wahrscheinlich wie in der Vergangenheit.